Das ist nämlich hier. Oh, wer bist du? Also ja, was ich gerade sagen wollte, das ist nämlich eh so eine lustige Sache in den, was ich aus den Romanen kenne, die ich gerne lese, aus den Vergessenen Reichen, sind die Kanonen hier ein magisches Konstrukt, mehr oder weniger. Also die Kanonen sind aus festem Metall geschmiedet. Aber das Schießpulver, was benutzt wird, ist magischer Firlefanz. Was ich ganz lustig finde. Also magisches Feuerpulver. Ähnlich wie das griechische Feuer und die anderen Feuersachen, die wir so haben. Guten Tag, Fremde. Entschuldigt, dass ich Ihnen so... Dass ich bin so direkt, doch ich möchte euch bitten um eure Hilfe. Ein wenig östlich von hier befinden sich Monster. Sie greifen an eine kleine Gruppe von Leuten. Bitte, wenn ihr habt ein Herz, dann kommt und kämpft an meiner Seite. Palin. Zeigt uns den Weg. Wir wollen diese Bestien lehren, was Angst ist. Ist doch egal, verschwindet, Bettler. Natürlich werden wir euch helfen. Aber meine Gruppe wird selbstverständlich auf alle Schätze, die wir während des Abstechers entdecken, werden Anspruch erheben. Zeigt uns den Weg, wir wollen diesem Bestien Angst lehren. Hier entlang, hier entlang. Gaunerei aller Orte. Ich habe mich bereit erklärt, mit einem jungen Mann ein paar Monster zu jagen, bevor sie Schaden anrichten. Er geht voran, während ich schreibe. Hallo! Hier sind wir. Ich sehe hier aber niemanden. Ich sehe nichts von einer Schlacht. Sagt, was ihr wollt. Und wo sollen sich diese wunderbaren Monster befinden? Sagt, was ihr wollt. Dies ist ein Kampf. Brüder, nehmt an der Schlacht teil. Oh, Werwölfe. Meine Klinge wird euch zurückstutzen. Viele Werwölfe. Ihr habt gerufen? Okay. Vor allem Werwölfe, die immer ihn angreifen. Man kann es ja mal versuchen. Au, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Du heilst dich lieber mal selber. Und du pfefferst noch einen auf den da drauf. Wow, das war echt knapp. Okay, da haben einige gut einstecken müssen. Bei diesem Kampf, bei diesem Hinterhalt. Ja, du heißt mal Imoen, du heißt dich nochmal selber. Du heißt dich am besten nochmal selber. Was? So, du heißt Imoen leicht. Ihr habt eine Aufgabe. Du heißt dich leicht. Du heizt Imoen weiter leicht. Heil dich nochmal am besten. Was wollt ihr? So. Du heizt Khalid, du kommst mal näher an die Gruppe ran. So, du heizt Khalid einmal groß und dann dürfte das erstmal reichen. Puh. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ja, wie ihr wünscht. Was wollt ihr? Oh, der hat Fatrings Püppchen dabei. Fatrings Puppe. Eine Puppe, die einem Mädchen namens Fatring gehört. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit der Puppe spielen. Nein, danke. Die sieht ja schon so creepy aus, die Puppe. So, also, wir sind gerade in einem... Wir sind gerade in einem Hinterhalt von Werwölfen gelandet. Und die konnten doch schon ziemlich gut austeilen. Also man merkt, wir sind gerade hier das richtige Level und alles für dieses Gebiet. Schreckenswölfe. Die sehen aber ein bisschen anders aus als die Schreckenswölfe von, als der Schreckenswolf von vorhin. Aber seid auch nicht wirklich viel gefährlicher. So.
Ihr benötigt etwas, Fremde? Schon wieder ein Jäger. Wir sollen uns auch in einen Hinterhalt locken. Neue Akteure in unserem kleinen Dharma. Wer seid ihr wohl? Schiffsbrüchige Matrosen vielleicht? Was geht euch das an? Ihr fühlt euch heute wohl etwas geheimnisvoll. Wir sind die Gruppe von Thalisa. Wir sind gekommen, um Artefakte von Baldurans Schiff zu holen. Wisst ihr denn nicht von der Gefahr, die im Inneren des Schiffs lauert? Die Geistergeschichten abergläubischer Dörfer jagen mir keine Angst ein. Genug davon, wir müssen gehen. Wir werden dieses Schiff von Ungeziefer darauf befreien und gleichzeitig das holen, was wir suchen. Ich habe von den Lykantropen erfahren, die auf dem Schiff hausen. Wenn die mir in die Quere kommen, werden sie meine Klinge zu spüren bekommen. Verwegene und dumme Abenteurer. Kaurok wird eure Gesellschaft zu schätzen wissen. Bis er euch frisst, meine ich. Ich werde euch eurem Schicksal überlassen. Ein Hinterhalt. Diese Wesen sind üble Gegner. Ja, das war die von gerade eben noch. Ich habe Mayhem kennengelernt. Er gehört zu den Monstern, die diese Insel schon zu lange tyrannisieren. Er tat so, als seien Kaishas und ihre Leute gar nicht so verschieden von ihm und seinen Leuten. Wir werden mal sehen. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ihr scheint, ihr sucht den Schmerz. Ich denke, Kaurok wird recht erfreut sein, eure Herzen serviert zu bekommen. Ich habe von euch alles erfahren, was ich konnte. Ihr werdet jetzt in aller Ruhe sterben, nicht wahr? Ja. Okay, noch ein Werwolf, aber diesmal ein Einzelner. Das wird auf jeden Fall gut wehgetan. Und gibt gute Erfahrungspunkte, wie man sieht. Jo, auf jeden Fall kriegt sie noch ihr eines Kämpferlevel. Sehr schön. Beinahe unter meiner Würde. Ja. Gut, dann gehen wir mal hier oben weiter. Ah, hier ist schon die Sandbank. Hier müssen wir vorsichtig sein. Das ist der Westen der Insel. Und diesen Flecken möchte ich gerade noch für einen Moment lang meiden, solange ich ihn kann. Ich werde nämlich vorher auf jeden Fall das Schiff entdecken. Und ein paar andere Dinge. Von dort soll nämlich, von hier soll nämlich das Sirenengesang, der Sirenengesang kommen. Also keine gute Idee, da jetzt direkt hinzulatschen. Außer wir wollen uns natürlich mit der Sirene anlegen. Kameradschaft, Abenteuer und das Kreieren von Schwertern. Ja, Minsk. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Oh, hier liegt Holz. Seid gegrüßt. Und wieder jemand, der uns ansprechen will. Bitte helft mir, sie töten den armen Yondal. Wer hat Yondal getötet? Ich werde euch helfen, Schlimmer. Zeigt mir, wo der Angriff stattfindet. Wer hat Yondal getötet? Die Wolfsmänner, sie greifen uns an, wenn wir nach Fuß in den Wäldern suchen. Bitte rächt meinen Yondal, er war noch so jung. Jung und dumm, wie es klingt. Lauft zurück zum Dorfmädchen, ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Und die Rache soll eure sein, meine Dame. Geht voraus. Nehmen wir mal das. Sie sind dort lang. Bitte tötet sie. Ich habe solche Angst. Ich habe eine Frau getroffen, die behauptet, dass ein gewisser Yonder von Monstermenschen überfallen und getötet worden sei. Ich werde diese Wesen jagen und dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werde. Das riecht eigentlich schon wieder nach einem Hinterhalt. Oh, hier. Seid gegrüßt! Yonder, ich habe euch ein Festmahl gebracht. Oh. Mit ganzem Herzen bei der Sache. Der Wolf? Yondal. Okay. Yondal ist ein Werwolf. Okay. Mit Magiewiderstand. Was wollt ihr? Hat aber 1500 Erfahrungspunkte gegeben. Und sie hat nur einen Dolch hinterlassen. Ein Hinterhalt. Die Frau hat mich mit ihrer Jammergeschichte in einen Hinterhalt gelockt. Sie ist eine von ihnen. Jupp. Gut. Das war jedoch der letzte Hinterhalt, soweit ich mich noch recht erinnern kann, auf dieser Insel. Also ja, das ist wirklich gemein, wenn man das erste Mal spielt und dann in diese Hinterhälte läuft. Oh.
Wir können von hier aus ganz schwach einen Mast sehen. Ist da hinten vielleicht der Osthafen und das Schiff, von dem Kaisha geredet hat? Auf jeden Fall ist hier eine Hütte und die Hütte können wir begehen. Sehr gut. Hier sind noch andere Sachen. Und da sieht man das Schiffswrack. Das muss Baldurans Schiffswrack sein. Also das Schiff von Baldoran als Wrack. Wäre ein bisschen komisch, wenn Baldoran ein Schiffswrack hätte. Da ist der Eingang, da wollen wir aber erstmal nicht rein. Wir wollen uns weiter hier draußen umschauen. Wir können hier durch den Wald durch. Okay. Sehr gut. Und weitere Wölfe. Meine Kriege wollen euch zurechtstutzen. Diesmal aber nur 4 Stück. Okay. Nein, es sind noch mehr. Es waren 6. Gut. Sechs tote Wölfe. Und hier ist das Schiffswrack auf jeden Fall. Sehr gut. Oh, Bär. Bär will ich nicht reizen. Ich gehe lieber hier vorsichtig entlang. Lass mal hier unten noch zu Ende gucken. Am besten gehen wir auch unten rum, so können wir den Bären besser ausweichen. Obwohl, bevor wir unten rum weiterschauen, schauen wir erstmal in diese Hütte rein. Vielleicht haben wir dort einen Rückzugspunkt, wo wir rasten können. Einfach die Tür verbarrikadieren und eine Wache aufstellen. Ihr seid keine Hirngespinste, oder? Oh, hier wohnt schon jemand. Ich will keine Zeit mehr damit vergeuden, mit Hirngespinsten zu sprechen. Kann das sein? Nach der langen Zeit? Bei der Klinge von Silun, ich bin gerettet. Kenne ich euch, mein Herr? Mich kennen? Das bezweifle ich sehr. Wie habt ihr mich gefunden? Haben euch die schnatternden 12 gesandt? Oder war es vielleicht Goldon, der Entmannte? Wie bitte, ich habe die von den schnatternden 12 oder auch diesem entmannten Burschen gehört. Wie meint ihr das? Wir kamen an eurer Hütte vorbei und sind durch die Tür hereingekommen. Wovon sprecht ihr und wer seid ihr? Seid ihr betrunken, mein Herr? Wie meint ihr das? Es ist gleichgültig, ich muss von dieser Insel entkommen. Wenn ihr nicht auch krank seid, könnt ihr mir helfen, ob ihr nun eine fette, amnische Elf oder ein betrunkener Batezu seid. Also ein betrunkener Teufel. Okay. Ihr seid durch die Schutzwelle gekommen. Es scheint also, dass ihr von diesem schrecklichen Leiden nicht angesteckt worden seid. Also ich glaube, er meint die Lykanthropie. Lykanthropie ist nämlich eine Krankheit in Baldur's Gate, beziehungsweise in Ferun. Und kein Fluch. Krankheit, Leiden, wofür sprecht ihr? Nennt ihr mich eine fette, amnische Elfe? Ich brauche niemanden, der hinter mir herschleicht. Wenn ich diese Insel verlasse, werdet ihr nicht dabei sein. Krankheit, Leiden, wovon sprecht ihr? Habt ihr diese scheuchenden Gestalten nicht gesehen? Lykanthropie, das ist die Krankheit, von der ich spreche. Die Wolfsmänner sind überall. Ihr müsst ihnen begegnet sein. Ja, wir haben sie bekämpft und besiegt. Wir trafen direkt vor eurem Haus auf sie. Um genau zu sein, sind wir gekommen, um sie zu beseitigen. Es sieht so aus, als sei ihr Lager auf Baldurans Schiff. Nehmen wir das. Bei den Göttern. Wenn ihr bereit seid, diesen Strecken zu bekämpfen, dann müsst ihr mir helfen. Wenn es für eine edle Sache ist, werde ich sie bekämpfen.
muss. Ihr seid vollkommen in der Lage, mir zu erzählen, was ich tun muss oder nicht. Erledigt euch eure eigene Sache, Sachenfeigling. Ich fürchte diese feigen Bestie. Ich fürchte diese feigen Bestie nicht. Zeigt mir ein Lager und ich werde mein Schwert gegen sie richten. Wenn es für eine edle Sache ist.